Hallo Leute und willkommen zu meinem sozusagen Weihnachtsspecial. Ich bin Toho Bishukeki, ja, ich kann kein Japanisch, weiß nicht, was steht. Wir sind Sakuya und wir müssen diese Tiere verschnitten und was auch sonst hier noch verlaut umbringen. Das ist ein schönes Spiel, Toho-Spiel, wo wir in, ich glaube, 5 Leveln sind das. Ich weiß nicht, ich habe es noch nie durchgespielt, ich glaube, es sind 5 Leveln, was ich gesehen habe. Ja, ich bringe erst einmal den Unterhalt um. Komm mal alles töten. Her mit dem Wein und hier alles umbringen und dann ist er hoch. Mit das, aber diese Türen verschnitte da oben wollen nicht runter. Okay, gut. Wir können das und wir... Wo bist du? Ich will die umbringen. Die nervt nämlich. Gut. Oh, warum habe ich das nicht kommen sehen? Ich wusste, dass die da ist. Okay, Mann, ich bin zu dumm zum Springen. Aber egal, und schon wieder daneben bin ich schlecht. Ungewisse und wir haben voll die Samus-Moves drauf, wie ihr gesehen habt. Ich schau mal, mein Sprungattack, voll die School-Attack. Aber egal, nein, ich will da nicht runter. Ich habe entschieden, dass ich da nicht runter will. Ich will da oben bleiben. Ah, Mann! Die gehen mir am Arsch mit ihrem Quer. Stirb! Und einmal... Oh, verdammt. Mann, die Fee nervt. Ich hasse diese fliegenden Feen da. Ich hasse mal keinen fliegenden Gegner. So, und tipp, und tipp. Und tipp, die da unten ignorieren wir und die da vorne fangen wir gleich um und du gehst mir am Arsch! Ich will... Und ich war... ja... Zum Spiel kann ich nicht viel sagen, ich habe es zwar schon gespielt, aber... hat nicht wirklich... kann nicht wirklich viel dazu sagen, da... es... und das hier noch! Da es ja japanisch ist und... ich kann ja auch nicht lesen kann. Okay, wir müssen hier Chino besiegen, ist ihn einfach ziemlich einfach. Wir können sie einfach einfach so zuspammen mit unseren Messerattacken. Und wir machen jetzt einfach, wenn sie das machen, machen wir das und traps. Das war's mit Chino. In einfach ist ziemlich einfach. Ja, ich will hier nicht zu sehr verhindern, dass ich spiele ihn einfach. Ja, ich verhindere, indem ich schon, ich verhindere allein schon dadurch, dass ich es einfach spiele, aber das ist egal. Es soll nur darum, es geht hier nur darum, Spaß an dem Spiel zu haben und nicht irgendwie zu sagen, oh, ich bin Pro, das bin ich nämlich eh nicht. Vor allem nicht im Toho-Spielen. Ich bin so schlecht im Toho-Spielen. Vor allem in den normalen Toho-Spielen. Und warum hast du jetzt geschlagen, anstatt zu springen? Und das war... nein, ich will da nicht wieder runterfallen! Ich will da nicht wieder runterfallen! Egal, wenn ich hier runterfalle, aber ich wollte nicht auf der anderen Seite wieder runterfallen. Denn ich hatte diesen Sprungstellen, das ist ein Wunder, dass ich so schnell geschafft habe. So, gut. Ein Stück Torte und nochmal ein. Gut, damit sind wir wieder voll aufgefrischt. Und diese scheiß Feen da gehen wir am meisten am Arsch. Okay. Mann, du gehst mir am Arsch. Mann. Spring doch. Wir können gleich... was? Mann! So eine verdammte Scheiße! Stirb! Das ist schlecht. Okay, nun. Passiert gar nichts. Gut, das wollte ich nur ausprobieren. Und hier. Oh, das Z. Passiert gar nichts. Gut. Stirb dort schon jemand verschnitten. Und ein Apfel. Und schon wieder dieses Fehlmädchen. Oh mein Gott! Da springen Chirno-Verschnitte wie Fische aus dem Boden. Ich weiß nicht, vor was ich hier im Jahr Angst haben soll. Davon... von diesen... Autsch. Ich will da aber oben lang. Ich will oben lang. Komm, was wolle. Warum auch immer, okay, ich will oben lang, habe ich gesagt. Ich bin jetzt stur und ich will oben ran.
lang, nicht RAM. Wow, ich... Nein! Ach! Wen... Jetzt interessiert es mich nicht mehr. Denn hier werden wir auch nicht anders. Gut, mit dem Trick haben wir gut was. Ach du verdammter, stirb. Nein, das wollte ich nicht. Ja, das wollte ich. Und ich drücke schon wieder die falsche Taste. Das Spiel hat eine Sache, muss man bedenken, wenn man das Spiel spielt. Man muss unbedingt die Einrastfunktion deaktivieren. Denn man greift mit Shift an und man kann es nicht umstellen. Okay. Gut. Mal schauen, wie lange ich brauche, um dieses Spiel durchzuspielen. Ich muss sagen, mir gefällt das Spiel sehr. Auch wenn es ein paar makabere Stellen hat. So wie hier jetzt. Mit dieser Bombenschusse her und ich falle runter, warum habe ich das gewusst? Gut, die Bombenschusse ist besiegt. Ich will hier hinten runter. Und hier wartet schon, keine Ahnung. Wenn ihr es wisst, schreibt es wieder mal in den Kommentaren. Wie immer, wenn ich den Namen nicht weiß. Ist das Aya oder Ayu oder wie auch immer? Keine Ahnung. Aber es wird nicht lang genug geben, um uns das zu verraten. Denn sie ist schon down. Ja, wenn du durch bist. Tschüss. Und wir sind schon in Stage 3. Na, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie viel Zeit. Ich habe mir zwar eine Uhr gestellt, aber... Ist ja egal, dank dieser Zeitlimit. Ja, dank der Zeitlimit-Aufhebung von YouTube kann ich das so lang spielen, wie ich will. Es darf nur eine bestimmte Größe nicht überschreiten. Na, solange meine Festplatte... Die großen Dateien vom Flash nicht überlastet durch die großen Dateien vom Flash kann schon nicht mehr reden, zu viel des Guten, zu viel auf einmal, solange Flash nicht meine Festplatte mit riesengroßen Videodateien überlastet, kann ich sie ziemlich lang machen, und denn sie haben beim Rendern eh keiner. Aber egal. Das ist etwas, was wir nicht hier unbedingt besprechen müssen. Aber egal, ich hole mir jetzt den Wein. Und nachdem ich diese beschwerte Tussi vom Himmel geholt habe, so, und es kommt wieder so eine lustige Stelle und etwas, was ich letztens... Ich habe ja das Spiel letztens, seit 3 habe ich schon gespielt und ich kann sagen, stirb du Tussi, ja genau, stirb du Tussi kann ich sagen, aber das ist nicht das, was ich jetzt sagen wollte. Das zeige ich euch dann, sobald wir soweit sind. Okay, hep. Nein, falsche Taste und ich bin wieder runtergefallen. Aber das ist eh nichts Neues. So oft, wie ich dann letztens runtergefallen bin, ist das gar nicht. Gut, einfach durch die Wand mein Messer durchschieben. Ihr seht da oben vielleicht, weiß ich nicht, ob man es irgendwo gesehen hat, aber da oben beim Hüpfen, ich hüpfe nochmal zurück, um es euch zu zeigen. Hier oben! Seht ihr da oben die Plattform? Wenn man da kann man da weiter rüberhüpfen, glaube ich, und da drüben ist wieder eine Vollheilung und ich bin so dumm und hüpfe da ganz unten. Nach unten, egal. Irgendwo halt geht's dann da oben, dass wir da oben hinkommen, ich weiß nicht mehr wo, und ich flieg schon wieder nach unten, bin ich dumm. Ich kann es wirklich nicht. Ja. Und ich hoffe, man hört meine Tastatur nicht zu sehr, aber ich flieg schon wieder ganz da unten. Meine Tastatur nicht zu sehr, wollte ich sagen, denn, ja. Mein Mikro fängt so ziemlich in den Scheiß auf. Mein neues. Weil ich jetzt... Mann! Ich bin einfach zu dumm für den Scheiß. Ja. Ich hoffe, mein neues Mikro hat eine gute Qualität. Ich habe zwar schon Tormon damit aufgenommen.
Aber ich weiß nicht. Ich bin zu dumm. Ach man, ich sollte einfach mich einfach mal etwas konzentrieren und nicht dauernd runterfallen. Hier geht's ja. Ja, ich. Hier! Ah! Nein! Dumm! Ich sollte mich mehr auf Springen konzentrieren, als wieder auf Scheiße zu labern. Okay, gut. Ich bin da und ich bin da. Okay, das ist schon mal gut. Und du, Mädel! Falsche Taste! Du, Mädel, stirb. Genau, stirb. Nein, die will ich. Nein, da will ich nicht runter. Das zeige ich jetzt schon. Okay, gut. Ah, Mann! Ich hasse diese Stellen. Und da kann man nach links hüpfen wieder. Da kommt man ganz weit nach hinten, dort wo diese blöde Hochstelle war. Und wie gesagt, da ist nur etwas, das beide Leisten voll hält wieder. Ein Item. Bei mir war es halt letztes Mal so ein Item. Und was wollen diese Chirno-Verschnitte von mir? Ich weiß nicht. Sollen das Fische darstellen oder wie? Ich habe keine Ahnung. Ich bin nicht weit. Und wer ist das? Und Failed! Ja, ihr wisst schon. Ihr seht ja, ihre Flügel sind abgeschnitten. Egal. Die hier ist ein bisschen nervig, weil sie fliegt, aber. Ach, die haben wir unter Mitten und Wege. Und sie steht in mir und sie ist tot. Gut, und wir haben gewonnen. Und keine Ahnung, wie sie heißt. Aber ist das Ayo? Wie auch immer. Keine Ahnung, wie die heißen. Die kleinen Fische, von denen weiß ich die Namen nicht. Ich kenne nur die Namen von die ziemlich beliebteren Charakteren. Marisa, Sakuya und halt Familie und so weiter. Bin ja auch noch nicht so lange ein Toho-Fan, muss ich ehrlich zugestehen. Und du da unten gehst mir auf den Nerv. Warum? Warum stirbst du nicht einfach, Mädel? Warum stirbst du? Danke. Okay, ob hier muss ich sagen, ernst, hier ist es wieder blind, denn weiter als bis Anfang Stage 4 habe ich nicht gespielt. Das heißt, ich habe keine Ahnung, was hier so auf mich zukommt. Fliege bei mir links. Ich glaube, das sind mir links. Wieder rumkullern. Auf jeden Fall rote Haare, grünes Outfit. Oh mein Gott, was will diese fliegende Fee schon wieder von mir? Und schon wieder seine Schützin. Das sind alles kleine random Feen, glaube ich. Die eigentlich keinen Namen. Habt ihr überhaupt den Namen? Keine Ahnung, falls das jemand weiß. Und da ist schon wieder seine Melling. Ich glaube halt, das ist eine Melling. Schaut halt auf jeden Fall so aus wie eine. Gut, Kuchen und Wein. Und Apfel. Und schon wieder seine Scharfschützin. Okay, und ich will, genau, ich will den, und ich will, Mann, so, mach doch den, genau, und springen, und da ist schon, oh mein Gott, zwei mit links, ich will sie töten, meine Ehre Sakuya steht auf dem Spiel, denn wissen ja alle, dass mein Ling und Sakuya manchmal nicht wirklich gut auskommen. Ich mag auch beide Charaktere sehr. Mein und Sakuya. Ich denke ganz oben in meiner Liste sozusagen. Du blöde Fee! Oh mein Gott, noch mehr von denen. Ach du Scheiße, ich fall runter. Warum stirbt die nicht? Warum kann die nicht einfach sterben? Ach du Scheiße. Und die Musik fängt wieder von vorne an. Und ich gebe mich lieber nach hinten und stirbt jetzt hier in der Verschnitt. Du stirbst mir auch und warum komme ich da nicht hoch? So geht's. Schon wieder so ein. Und dieses schwarze Ding, keine Ahnung was du bist. Okay, ich schau mal hier rüber und bring die ganzen Chirno-Verschnitte hier um, oder vielleicht sind es ja auch Chirnos, keine Ahnung. Es gibt eine wahre Chirno und die ist süß. Ich mag Chirno auch, ja, ich mag das ziemlich viele so Charaktere. Chirno, Reimu, Marisa, Reimu ist das Neueste. Erst seitdem ich jetzt eigentlich angefangen habe, mehr Toro zu spielen.
Mike Remo. Weiß nicht warum wirklich, aber ja, man findet so an jedem Charakter eigentlich nach einer gewissen Zeit den Gefallen. Und ich brauche mehr von diesen Tomatensuppen. Und ich glaube, ich muss nach oben. Aber Moment, den hole ich mir. Ich glaube, ich muss da oben lang. Also, wieder zurück. Diese Chirnos, das ist... Oh nein, ein Platz verfolgt mich und... Ach du verdammt. Da ist mir Melling. Melling, stehen geblieben! Ich will sie töten! Hallo, Melling! Ah, ich fast soll's. Los, Falco, ja, lauf! Und da unten. Aber diesmal habe ich sie erwischt. Ein Knapfel. Keine Ahnung, warum Sakura das ganze Zeug gemacht da oben. Oh nein, es ist Mei Ling! Und wir müssen jetzt anscheinend gegen Mei Ling kämpfen. Und mal schauen, was sie so drauf hat. Ich mache sie auf jeden Fall fertig. Man, sie ist ziemlich schnell, muss ich zugeben. Aber nicht schnell genug. Oh nein! Sie kann Energiekugel. Und Mei Ling wurde von Sakura wieder mal getarnt. Soll jetzt das vorkommen? Na, mal schauen. Was uns jetzt noch erwartet. Hier ist Green of Doom! Und das Spiel hat anscheinend doch nur 4 Stages, oder man muss irgendwas Besonderes machen, um die 5. Stage freizuhalten. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Wenn ihr wisst, was das ist, ja, dann könnt ihr mir es in den Kommentaren schreiben und dann spiele ich das irgendwann vielleicht noch nach. Ja, Credits, ein kleines Resümee zu diesem Spiel auch. Auch wenn es nur sehr kurz ist. Ich fand das Sakura-Fan einfach spitze. Denn ich mag den Sakura, andere nieder zum Metzeln, ja, auch das hört sich ein bisschen brutal an. Aber Sakura ist eben mein Lieblingscharakter. Und ja, viel mehr kann ich zu dem Spiel nicht sagen. Ein schönes, kurzes Tor-Spiel im Jump-Man-Style. Ich finde es schön. Bildet ihr selbst eure Meinung und ja, da kommt mein Ding. Mal schauen, vielleicht zeigen sie im Abspann, falls es noch eine 5. Stage gibt. Ich glaube, es gibt 5 Stages. Und wir waren erst in der 4. Ja, auf jeden Fall, falls ihr wisst, wie man... Ja, anscheinend gibt es noch Remedias im Gegner dann noch. Ja, da kommt Remedia. Die Hausherrin des Scarlet Devil Mansions und Meisterin von Sakura. Und nun zum Schluss noch. Was? Das andere auch noch? Ja, keine Ahnung. Vielleicht gibt es noch mehr Stage oder mehrere Endgänge in der letzten Geheimstage. Wie gesagt, wenn ihr wisst, wie es geht, ich spiel's euch. Ich spiel's danach, wenn es geht, wenn es noch eine Stage gibt. Auf jeden Fall, ja. Das Sakura. Mein Lieblings-Horror-Charakter. Damit auch diese Frage geklärt ist. Danke fürs Spielen. Ja, ich danke, wer immer auch das programmiert hat. Irgendein Fan wahrscheinlich. Oder wer auch immer. Vielleicht ist es ein offizielles Game. Ich weiß es nicht. Aber es ist, glaube ich, eher ein Fan-Game. Ich danke jedenfalls, wer auch immer es programmiert hat. Danke ich dafür. Ja, vielleicht muss ich ihn schwer durchspielen, dass ich zur letzten Stage komme. Keine Ahnung, aber... Das ist nicht so weit. Ja, das ist der Schluss. Gut, ich verabschiede mich für dieses. Der Part war eh nur, ist ja nicht so lang. Keine Ahnung, wie lange ist. Da eh nur 20 Minuten, das passt schon. Gut, ich verabschiede mich dann von euch. Und es geht dann mit dem nächsten Spiel weiter. Freue mich schon drauf. Ciao.